Achso, ja. Wir sind wieder da. Star Wars. Der Knobi. Der Luke. Ja. Und wir müssen was erledigen. Such die Kantina in Mos Eisley. Ja, da würde ich sagen, gehen wir doch mal gucken. Aber, also ich würde ganz gerne mal ein bisschen so den Leitfaden... Ist laut. Ich glaube, für euch ist es nicht so laut. Wir suchen uns mal hier ein ruhiges Plätzchen. Tag. Hier. So, ruhig. So. Also ich würde mal so den Fahrplan ein bisschen festlegen. Ich möchte eigentlich schon die Storys verfolgen. Nebenbei ab und zu mal eine Mission machen. Zeug zerlegen. Aber jetzt nicht unbedingt jedes Geheimnis lüften etc. Co. Das würde das Ganze, glaube ich, einfach in die Länge ziehen. Das ist nichts. Ne? Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, dass wir hauptsächlich die Story verfolgen. Und ansonsten... Lass mal gucken. Ich konnte das doch... Ah, jetzt... So, deswegen würde ich vorschlagen, was ist mit ihm hier? Wir reden mal ganz kurz mit ihm hier. Vorsicht, falls ihr nach Mos Espa geht. Dort gibt es einen Toldarianer, ein echter Halunke. Ach so. Gut zu wissen. Okay, ich würde sagen, wir latschen da mal los. Was ist das? Also die Level sind schon echt schön gemacht. Es macht richtig Laune, das Spiel zu spielen. Auch wenn man, so wie ich jetzt mit Star Wars, jetzt nicht so viel am Hut hat, macht es einfach Laune. Ich meine, hallo. Ja. Kann ja fast sagen, ich war damals bei der Premiere des ersten Star Wars Teils, war ich mit dabei. Okay. Hier gibt es nichts. Gut. Wir könnten den jetzt hier anquasseln, das machen wir jetzt aber nicht. Heute lege ich mal ein bisschen mehr Wert auf Story. Das heißt, wir werden uns hier mal fortbewegen. So. Halt! Eure Ausweispapiere! Und bringt diese Droiden her! Ein imperialer Kontrollpunkt. Was jetzt? Ich kümmere mich darum, Luke. Genau, wir machen wieder Gedankentricks. So, beeinflussen. So. Oh, das war schon. Das war falsch. Das wollte ich doch gar nicht machen. Also nochmal. Komm, hier. So, jetzt. Okay, so viel Zeit haben wir also nicht. Deswegen würde ich sagen, verwenden. So. Unten, links, links, unten. Okay. Unten, links, links, unten. Gut. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Das sind nicht die Droiden, die wir suchen. Genau. So kann ich jetzt... Das also manchmal kann ich mein Laserschwert mit E wegstecken und dann nicht. Na gut. So, das ist... Wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. So. Wie konnten wir so einfach an denen vorbeikommen? Ich dachte schon, es wäre aus. Die Macht kann großen Einfluss haben auf die geistig Schwachen. Und jetzt auf zur Kantina. Wir müssen unseren Piloten finden. Ja, müssen wir. So. Was ist das? Was ist das? Ich wechsle mal. Oh, guck mal, da ist ein Steinchen drin. Ich wechsle mal auf. Hier. Wir müssen garantiert auf die Dinger da schießen, oder? Oder auch nicht. Okay.
Okay. Ich will immer so ein Steinchen haben. Ich würde sagen, wir gehen mal hier einmal außen rum. Da müssen wir doch irgendwie einigermaßen hinkommen, oder? Oh, warte mal. Warte mal. Komme ich hier hoch? Komm. Na komm. Nö. Komme ich nicht. Nee, klappt nicht. Komme ich von hier da hoch? Shitty. Jetzt häng ich fest. Ich häng. Ein bisschen vorsichtiger. So. Ja. Dann hier hoch. Hoch. Okay, das ist... Ach, guck. Das ist wieder so ein Rätsel, ne? Das ist schon wieder so ein Rätsel. Wo geht denn die andere Leitung hin? Die Leitung ist klar. Aber die andere? Ach, guck hin. Warte mal, da brauche ich jetzt hier meinen Grandmaster Flash. Genau, dich. Nein! Ah. Komm hoch. Komm. Hallo, Spiel. So. Ich komme da schon hoch, keine Angst. So. Komm. So. Jetzt pass mal auf. Das müsste doch gehen, indem ich anhebe. Okay. Ja. Dann hier rüber. So, wo ist er? Da. Ja. So, eh, loslassen. So, dann hätten wir das. Und dann müsste ich mit dem Lucky Boy. Nein, Lucky Boy. Hier, du. Aber bitte hier drauf. Genau, und wenn ich jetzt wechsle. Dann komme ich an den Stein ran. Ach, wieder was geht. Sehr schön. Sonst ist hier nichts außer Steinchen. Wir schnetzeln uns hier einmal durch. Okay, du nicht. Dann können wir gleich mal aufräumen hier, ne? So, und dann müsste es doch eigentlich jetzt... Okay. Ich möchte... Okay. So, dann hätten wir das ja soweit geschafft. So, und dann gehen wir jetzt mal weiter mit der Mission. Ja. Gehen wir hier einmal rein. Jawohl. So, dann mal rein mit uns. Ich muss auch mal die Nase putzen. Hey, eure Druiden. Die müssen draußen bleiben. Die sind hier nicht erwünscht. Ja, gut. Wir sollten schauen, ob es hier einen Piloten gibt, der uns nach Alderaan bringen kann. Gut, hören wir uns um. Ja, schauen wir mal. So, dann reden wir mal. Ein was? Ein Pilot? Pilot? Nein, sowas haben wir hier nicht auf der Karte. Gibt also keinen, aber den hier kennen wir doch, ne? Fossibär. Sehr schön. So, hier haben wir noch jemand. Lass mich mal durch, ja? Ah, du scheinst ein vernünftiger Bursche zu sein. Setz dich zu uns. Wir reden gerade darüber, dass Hydroschaufeln überhaupt nichts mit Wasser zu tun haben. Na, mal lieber nicht. Ist okay. Kommt mit ihnen an. Sucht ihr einen Schmuggler?
Vielleicht einen von Jabbas Leuten? Nee. Von denen kam vorhin einer hier rein. Mit seinem pelzigen Kumpel da drüben. Dann doch. Da ist er doch. Kennt ihr jemanden, der uns nach Alderaan bringen kann? Wir bezahlen gut. Bring mich zu ihm. Ohne das Summe, bitte. Du gefällst ihm nicht. Schade. Ich werde mich von ihm fernhalten. Und mir gefällst du auch nicht. Ich bin schon vorsichtig. Tot bist du gleich. Was? Ah, bisschen Wild West hier. Na, den kennen wir doch auch, ne? Indiana Jones, endlich. Da ist er. Han Solo, ich bin Captain des rasenden Falken. Chewie hat mir berichtet, ihr wollt zum Alderaan-System. Ja, das stimmt, wenn ihr ein schnelles Schiff habt. Schnell genug für euch, alter Mann. Welche Fracht? Nur Passagiere. Ich selbst, der Junge, zwei Droiden. Und keine weiteren Fragen. Abgemacht. Ihr habt euer Schiff. Wir fliegen, sobald ihr bereit seid. Startrampe 94. 94. Ach, ich mag das Zeug, über was im Hintergrund abläuft. Das gefällt mir total. So, lass mal gucken. Was haben wir hier noch? Mit wem müssen wir da noch? Also wir müssen raus. Okay. Ja, dann gehen wir wieder, ne? Haben wir ja alles erfolgreich erledigt. Gut, dann suchen wir mal diese Startrampe. Ja. Verzeiht, Sir. Aber R2-D2 zufolge befindet sich Startrampe 94 auf der anderen Seite dieses Ortes. Ja, super. Luke, sieh zu, dass du gut vorbereitet bist, bevor wir fliegen. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, ich putze mal ganz schnell hier meine Nase. Kleiner Augenblick, bin gleich wieder zurück. So, da bin ich auch schon wieder. Ich sehe gerade auf der Karte, haben wir da hinten noch einen steinernen blauen. Komme ich denn hier durch? Warte mal, das ist hier oben irgendwo, oder? Hier, da drin ist er. Da drin ist er. Bisschen freischaufeln. Okay. So, und dann brauchen wir hier Dingsbums. Na? Nein. R2-D2. Oder? Nee, auch nicht. Okay, ihn kriege ich. Kriege ich irgendwie nicht, ne? Mit ihm kann ich auch nichts machen. Nein, geht auch nicht. Die Dinger kriege ich nie auf. Weiß ich auch noch nicht, wie man das macht. Da. Upsa. Entschuldigung. So. Okay. Ist ja blöd, wenn die anderen zu Fuß laufen, ne? Das ist natürlich dann doof. Okay, wir müssen allerdings in die andere Richtung. Aber ich schaue mich dann trotzdem mal ein bisschen um. Was können wir jetzt hier? Ah, guck mal hier. Da gibt's doch auch was Feines. Okay, hier. So. Kann ich nicht reingucken? Ich sehe nichts. Nee. Ist auf jeden Fall irgendwas los. Da müssen wir dann da wieder hin. Oh, wo geht denn die Leitung hin? Da hoch, ne? Machen wir uns mal ein bisschen Luft.
Mal alles hier einsammeln. So. Ah, kennen wir doch schon, ne? Das kennen wir doch schon. So, einmal. Und dann wechseln. Nein. So. Wechseln war. Auswählen. WASD, okay. Drehen. D und F. Nee. Hä? Q? Ah, jetzt. Nee, so nicht. Nochmal Q. Jetzt. So, was war das? Irgendwas hat sich jetzt getan. Na, guck hin. Warte mal, ich muss wechseln. Okay. Das war ja einfach. Hier ist wieder so eine Kiste, mit der wir wieder nichts anfangen können, ne? Noch nicht. Hier gibt es ein Herz. Hier können wir einsteigen, okay. Ach, da hätten wir auch durchgekommen, ne? Tatsache. Hier hätten wir auch durchgekommen. Da schau her. Aber ich... Was mit dir? Was hast du da so? Danke, dass ihr die Typen erledigt habt. Na, gerne doch. Aber was, wenn sie meinen Speeder mit einer Sprengfalle versehen haben? Würdet ihr vielleicht euer Leben für mich riskieren? What? Wie Leben riskieren? Ah. Warte mal, ich kann hier ziehen. Da geht aber das Tor wieder zu, ne? Nee, kann ich auch nicht. Okay, ich steige jetzt mal ein. Okay, die anderen hat es jetzt alle erwischt. Hallo? Okay. Ach, den kann ich jetzt kaufen. Sehr schön. Kann ich wieder aufsteigen? BASD bringt mich. Oh, Entschuldigung, ich komme hier auch nicht raus. E ist rückwärts, okay. Komm, ich steige ab. Ich steige ab. So, haben wir erledigt. Oh, ich Idiot. Das ist ja gar nicht mein Speeder. Eben ist mir eingefallen, dass ich heute zu Fuß unterwegs war. Hoppla, dann ist das jetzt wohl Ihrer. Anscheinend. Ist nur die Frage, wo ist er jetzt hin? Nun ist er weg. Was kann ich mit dem Ding hier machen? Keine Chance. Ne. Gut, dann halt nicht. Okay. Okay. Hm. Hier kann wieder der Knobi was machen, okay. Ui, was ist denn das da oben? Was ist das denn? Wie kommt man da hoch? Wie kommt man da hoch? Ne, so nicht. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir es mal. Nein. Junger Freund. So, einmal hier. Dann nach vorne. Hoch, runter. So. Und loslassen. Sehr witzig. So, und dann machen wir es anders. Drehen kann ich das jetzt so nicht, ne? Nee, drehen kann ich es nicht.
So, näher ran. So. Runter. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Ja. Hier klappt. Sehr schön. Das war's aber auch schon. Okay. Aber wenn ich auf den... Komm ich da hoch? Ja. Komm ich hoch? So, und dann bin ich schon mal hier. Und dann kann ich doch hier... Hab ich das Ding jetzt? Nein. Fast. Fast, fast, fast. Hihihihi. Okay, das war jetzt aber nicht das, was ich eigentlich wollte ursprünglich. Ich wollte eigentlich da unten das. Okay. Dann pass mal auf. Dann müssen wir uns hier, glaube ich, mal ein Türmchen bauen. Ich will das jetzt schon. Nein, du doch nicht. Ah, macht schon Laune. So, bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Dann setzen wir uns das mal hier so hin. So, so habe ich noch irgendwo was? Bestimmt. Da drüben. Guck. So, das können wir hier so einmal rumziehen. So, hier draufstecken. Jawohl. Okay, gibt's doch bestimmt noch mehr, oder? Aber warte mal, ich kann doch... beeinflussen. So, dann... oder auch nicht, ne? Ich will doch eigentlich nur... Ich will doch eigentlich nur aufsitzen. Panik, ablenken. Hier. Jetzt. Jetzt haben wir's. Entschuldigung. Entschuldigung. Wo ist denn jetzt das Ding? Da. So, wenn ich den jetzt hier so hinstelle. So. Aussteigen. So, und dann dahin. Hä, wieso ist denn jetzt weg? Ja, daneben so. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Code eingeben. Datenkarte 1 von 19. Zwei-Spieler-Modus, Fähigkeiten. Eingesammelte Steinchen mit vierfachen Wert, okay. Nuschel-Modus, okay, der Nuscheln, ne, das wollen wir nicht. Hm. Okay. Mit Hilfe von Datenkarten kannst du witzige Extras freischalten. Sie sind im Extra-Menü in deinem Holo-Projektor zu finden. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit der Story wieder ein bisschen weiter. Wo muss ich hin? Da. Da muss ich hin. Hier schläft schon jemand. Okay. So, dann mal hier lang. So. Dann müssen wir hier lang. Ich finde ja den Turban immer noch. Ah, sehr interessant. Sehr interessant. Der alte Streich mit dem Band da vor der Haustür. Ein Klassiker. Könnten Sie den Banter da irgendwie aus dem Weg bekommen? Oh, bestimmt. Ich kann so nicht in mein Haus rein und die Sturmtruppen stehen nur dumm herum und lachen mich aus.
Bestimmt. Können wir den beeinflussen? Mit Sicherheit. Reden. Ich will nicht reden. Wie sie guckt. Sie kann es nicht fassen. Wie sie guckt. Warum kann ich den nicht beeinflussen? Ich würde sagen, wir vermöbeln hier mal kurz die Sturmtruppler. Aber nicht aufsitzen. Ich will ihn eigentlich beeinflussen. So. So. Und dann gehen wir einfach mal. Ja, nochmal eine Drehung machen. So, dann können wir eigentlich aussteigen wieder. Panik. Ja, so ging's. So, da ist der Stein. Super. Danke für Ihre Hilfe da draußen. Diese imperialen Gauner werden es sich gut überlegen, bevor sie noch einmal einen Banter vor meiner Tür parken. Das stimmt. Wenn ihr hier was Glänzendes und Schwebendes findet, könnt ihr es gern als Dankeschön behalten. Nehmen wir mit. Das nehmen wir doch mit. Was für ein seltsames kleines Ding. Putzelig. Gar putzelig. So, dann sammeln wir hier mal ein. So, das könnte man anheben, das wollen wir nicht. Ihr Zeug lassen wir mal in Ruhe und dann gehen wir hier raus. So. Ach, schön. So, weiter geht's. Wir müssen da lang. So. Hep. Da lang. Da lang. So, und jetzt? Okay, da ist wieder ein Rätsel. Warum haben wir jetzt das Rätsel? Zur Schrottmühle. Level starten? Nein. So, wo führt das Ding hin? Hier. Entschuldigung. Warte mal, ich gehe mal wieder auf Loogie Boy. So, da ist er doch. Na super. Geht es wieder zu? Sieht nicht so aus. Lecker Nuna-Flügel. Mission abgeschlossen. Ja, okay. So, wo muss ich jetzt hin? Muss ich da rein? Anscheinend. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Spannung. Als Bausatz von Lego sündhaft teuer. Ist der nur Schrott? Sie macht von außen nicht viel her, aber sie hat echt was los, Junge. Chewie, was ist los? Ich sagte doch, du sollst alles vorbereiten. Ein kleiner Snack? Du weißt doch, wir müssen los. Oh, oh. Halt sie auf! Schnapp sie auf! Okay. Wir müssen die Kiste in die Luft kriegen. Jetzt! Du übernimmst Cockpit, Kanone und Sensorschlüssel. Kapiert, Fellknäuel? Ja, R2. Wir können den Aufzug in Position bringen. Aha. Können wir das? R2? Wo muss ich denn hin? Da hinten, oder? Na?
sehr witzig. Hä? Wo ist das Ding? Los! Wir müssen den Vogel in die Luft kriegen! Ja, ja. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Wollen wir dabei irgendwas ergreifen? Okay, wo muss ich hin? Dahin. Okay. So, und jetzt? Okay. Der Falke repariert sich nicht von selbst. Mir schon klar. So. Okay, was kann ich hier noch machen? Das kann er machen. Okay, kann ich jetzt zu ihm wechseln? Ja, ja. Han. Han, mein Junge. Was kann man hier machen? Okay, hier muss jemand rein. Schaut aus wie ein Druide. Wo haben wir den passenden dafür? Ah, warte mal. Ich glaube, das kann nur er. Ja. Ja. Haben wir. Halt, ein Stück hoch. Okay. Garantiert irgendwas bauen, oder? Bauen? Bauen, bauen. Jetzt. Jawohl. Aufgepasst mit dem Cockpit. Und verlier mir die Würfel nicht. Oh oh. Kommt die schon wieder. Sind immer so viele Sturmtruppen in Mos Eisley? Lass mich doch mal. Gegen schon zu werfen, okay. Ich. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Oh oh. Das war jetzt mal nix, ne? Einmal weg. Oh, komme ich gar nicht rein. Okay. Eingemetzelt hier. So haben wir es jetzt. Aha, sucht nach den fehlenden Teilen. Ja, du musst die nicht verstecken. Was glimmert da hinten rum? Bauen. Okay, wir bauen. Ach, das war nur die Barriere, okay. Das war's schon, okay. Aber wir müssen garantiert noch Teile zusammenbauen hier. Das hier aufsetzen. Ah, guck mal. So. So, drin ist er. Okay. So, das war jetzt aber nicht das, was wir gebraucht haben.
Hier ist ja noch was, ne? Ein Teil geschafft. Jawohl. Mhm. Sollen wir etwa Müll nach ihnen werfen? Bring gefälligst die Kanone an! Für Höflichkeiten haben wir jetzt keine Zeit, Kumpel. Wir sind fast bereit. Mach weiter, Chewie! So, das war's, ne? Haben wir alle. Hier kann ich was bauen. Entschuldigung. Keine Absicht. Oh oh. Chewie, wir bekommen Gesellschaft. Die kriegen wir schon die ganze Zeit. Ah. So, wo ist das nächste Teil? Hier oben. Okay. Kann das irgendwie? Nee, ich muss da hoch, ne? Dann schon was los. Action! Nee, wir bauen hier nicht. So, jetzt pass mal auf. Wir müssen ja auf das Ding hier drauf, oder? Kann das sein? Kann ich das irgendwie hoch? Wir brauchen ja das da. Komme ich da irgendwie hoch? Ja. Aber ist kaputt, ne? Ich komm doch da gar nicht hoch. Mal gucken. Ne. Ich komme hier nicht hoch. Da müssen wir mal ein bisschen improvisieren. Halte E gedrückt, um den Gegenstand mit Hilfe der Macht anzuheben. Den würde ich gerne machen, wenn du mich lässt. Ja, was mache ich jetzt mit dem Ding? Wozu brauchen wir jetzt dafür? Ja, ist mir schon vollkommen klar. Komm. Komm her! Dreh dich! Dreh dich! So, hier weiter vor. Hier, ja, da rein. So. Jawohl. Genau so habe ich mir das gedacht. Und dann kann ich nämlich hier hoch. So.
jetzt aber. Ergreifen. Ja. So, und jetzt? Chewbacca, die neue Sensorschüssel ist bereit zur Installation. Die schon wieder. Du musst die Schüssel reparieren oder wir sitzen fest. Ja, ja, ich kümmere mich schon drum. Hopp. Oh. Was ist jetzt los? Ey, ich bin ein Jedi. Hör hier mal, wirklich wahr. Glaub ich's denn? Da schau her, was man so alles findet, ha? Was man hier so alles findet. Das war nix. Auch nix. Das war gut. Bisschen darüber noch. Ach, das wird zu blöd. Ist hier was? Nein. Okay. Hier? Nein. Oh, da ist was. Ah, deswegen musste er mit hier hoch. Sonst ist jetzt keiner mehr da? Doch, da drüben. Das wird nichts. So. Das ist jetzt eigentlich mein kleiner. Ne, der ist natürlich nicht hier oben, ne? Saugdämlich. Den bräuchte ich jetzt, oder? Kann das sein? Ach komm, weißt du was? Gut gemacht, Chewie. Weiter so. Das alles? Natürlich müssen wir da auch noch rein, du Schlaukopf. Los, öffne die Rampe. Die Rampe muss runter, sonst machen wir es nicht mehr lange. Ja, ich habe hier gerade ein bisschen was anderes zu tun. Beeil dich, Chewie. Oh, natürlich. Ja, komm schon. So, jetzt aber. Rampe. Da kann man sich hier irgendwo, oder? So. Rampe. Oh. So, warte mal, ich muss mal einmal wechseln hier. So, jetzt. Okay, 13. 4. So, können wir uns jetzt mal auf die Rampe konzentrieren? Irgendwo müssen wir die ja aufkriegen, oder? Kann das Ding? Nein. Hier
ist doch nichts groß genug für eine Rampe. Oder? Voll die Überlänge. Ah, das ist ja hier... Wow. So, irgendwo muss da eine Rampe sein. Bin jetzt gerade ein bisschen blind. Hier. Kann ich nicht. Das bringt uns nichts. Muss ich das anziehen? Könntest du mal aufhören, meine Hose zu begutachten? So, jetzt pass mal auf. Dann kann ich das doch hier ziehen. Ach, die Rampe hat er gemeint. So, und jetzt? Die Punkte nehmen wir natürlich mit, ne? Okay, wo muss ich jetzt hin? Müssen wir jetzt rein? Chewie, schaff uns raus hier! Das waren die Droiden, die wir gesucht haben. Schnallt euch an, ich mache jetzt den Sprung durch die Lichtmauer. Das muss jetzt bald Alderaan sein. Was? Wo ist es? Vernichtet. Vom Imperium. Er fliegt auf den kleinen Mond zu. Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. Oh, ein Traktorstrahl hat uns erfasst. Er zieht uns rein. Na prima. Na prima. Da verliert ihr, aber es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Alles klar. Lord Helmchen. Niemand an Bord, Sir. Schick einen Spürtrupp an Bord. Ich will jeden Winkel durchsucht haben. Jawohl, Sir. Ich fühle etwas. Eine Präsenz, wie ich lange nicht mehr... Nein, das war's nicht. Ja, ja, nein. Ja, ja, das... Nein. Ja. So vertraut. Lächerlich. Selbst wenn ich starten könnte, würde ich am Traktorstrahl festkleben. Überlass das mir. Na gut. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Steinchen. Ja, wahrer Jedi. Läuft. Okay. Und was haben wir? Herausforderung. Okay. Reden wir nicht drüber. Minikits. Okay. Charakter und Schiffe. Den Hanhammer. Sandtruppler. Noch ein Sandtruppler. Millennium Falke. Sehr schön. Da ich nicht verkleidet bin, sollte ich besser Abstand von diesem Kollegen halten, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Mhm. So, dann... Schaut schon cool aus. Ich mag den Stil. Haben sie wirklich unglaublich gut hingekriegt. So, dann würde ich sagen,
mit diesen lauschigen Bildern würde ich fast vorschlagen, warte mal, ein schickes Bild haben. So. Ja, dann würde ich noch mal sagen, willkommen auf dem Todesstern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir haben jetzt ein bisschen überzogen, aber ne, ist doch mal egal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am nächsten Montag wieder, wenn es hier auf dem Todesstern wieder heißt. Ja, ganz schön blechig. Ne? Gut, habt noch eine gute Zeit, habt noch einen schönen Mittwochabend und morgen geht's weiter ganz normal mit Foundation. Bis dahin, tschüss.